für mich die absolut beste Entscheidung, die ich getroffen habe, in den Kurs zu kommen. Noch besser war die Entscheidung im Oktober, meinen Hamsterradjob zu kündigen, weil jetzt bin ich auf dem Weg echt zur finanziellen und räumlichen Freiheit. Aufzeichnen und sag herzlich willkommen im heutigen Experteninterview ist der Krigi Müller. Und der Krigi Müller ist bei uns schon etwas, ja, schon ein bisschen länger im Coaching und sitzt in der Schweiz, aber er wird sich es gleich selbst vorstellen. Herzlich willkommen erstmal, Krigi. Servus, Philipp. Servus. Hi. Und Krigi, gib uns einfach mal so ein paar Informationen, damit die Zuschauer, die dieses Experteninterview anschauen können, ich meine, Krigi, du bist 25K-Club-Member. Das heißt, du hast mir nachweisen können, über 25.000 Euro oder in dem Fall Schweizer Franken, der Krigi kommt aus Zürich in der Schweiz, das wird uns vielleicht auch gleich erzählen, nachweisen, diesen Umsatz im Monat generiert zu haben. Und gib uns einfach mal so ein paar Infos. Hey, wer bist du? Was machst du? Wo wohnst du? Damit wir uns ein Bild von dir machen können. Genau, ich bin der Krigi, wie du es gesagt hast, oder wie wir Schweizer sagen, Rigi. Ja, Wir haben alle so Krigi, okay. eine Verstehe. Halskrankheit, gell? Ich bin, dieses Jahr werde ich 50. Das heißt, ich habe mir auch ein Geburtstagsgeschenk eingeplant. Kommen wir später dazu. Ich wohne mit meiner Partnerin hier in Zürich. Meine Schön. Partnerin ist eine halbe Südtirolerin. Ah ja. Von daher kommt auch der Link, weshalb wir da immer wieder im Südtirol unten sind. Ja. Sie macht dann meistens Wellness und Verwandtschaft und ich gehe klettern in den Bergen. Verstehe, sehr gut. Okay. Ich arbeite noch am Universitätsspital in Zürich als IT-Projektleiter. Vor 2 Jahren habe ich gewechselt ins Projektmanagement. Kriege Davor dein Facebook ist noch offen, kann das sein? Das kann sein. Ja, das, wenn du einfach nur ausmachst, weil ich habe gerade Bing Bing gehört, das kenne ich irgendwie von Facebook, Ja, deswegen, wenn du das du hast ausmachst, dann gerade den stimmt. Gruppencall Ja. ausgerufen. So, Ja. besser. Du bist im Spital in Zürich noch? In Zürich, genau, und das schon seit 8 Jahren, davor in der Infrastruktur. Und vor 2 Jahren habe ich dann gewechselt, habe noch eine berufliche Weiterbildung gemacht, auch am Abend und am Wochenende. Für ein halbes Jahr. Und ja, es ist ein Fulltime-Job, mehr als Fulltime. Also, wie ich dir mal gesagt habe, ich arbeite dort, na, normalerweise so 50 Stunden die Woche Im Spital. im Spital. Also 42,5 ist die Regelarbeitszeit. Ja. Und bei mir werden es locker immer 50 Stunden. Ja. Am Ende des Jahres freut sich das Finanzamt Ja. und ich natürlich nicht so. Ich verdiene das sehr gut, da will ich nicht klagen. Die Arbeit gefällt mir auch. Nichtsdestotrotz ist es nicht die Erfüllung. Es ist einfach eingebunden, starr in ein großes System, ohne große kreative Freiräume. Und auch in der Zusammenarbeit gibt es einfach Leute, die das sind Karrieristen und Ellbogengesellschaft und das taugt mir einfach nicht. Ich bin eher so ein bisschen der Freigeist. Ja. Wo von daher habe ich immer schon nach einem Plan B geschaut und gesucht und habe auch gewisse Dinge schon ausprobiert. Zum Und Beispiel. ich habe angefangen mit Daytraden daneben, Okay. weil ich doch oft noch im Homeoffice bin. Habe ich mir da oben noch zwei Bildschirme installiert und bin da meistens auf den Charts drauf. Und ich mache das noch gerne. Wäre auch profitabler, wenn ich es da wirklich konsequent auch angegangen wäre. War das gleiche Spiel wie auch beim nächsten. Ich bin dann irgendwie mal beim Googlen auf Affiliate Marketing gestoßen. Okay. Habe dort versucht, Fuß zu fassen. Sicher mit den falschen Produkten, weil ich lag im ewigen Clinch mit Facebook. Und dann gab es dann die Tricks und Umgehungsmöglichkeiten mit Wortunterbruch und so weiter und so fort. Und das hat mich
Habe mich ein bisschen genervt, auch weil mein Werbekonto immer wieder mal gesperrt war. Ja. Ja, und dann habe ich das wieder bleiben lassen und weiter gegoogelt und dann irgendwann habe ich dich gefunden. Und habe gedacht, okay, das ist ein sympathischer Typ. Der posiert auch nicht dauernd mit irgendwelchen Sportwagen und Luxusuhren. Da habe ich gefunden, okay, da ist was dahinter, was mir gefällt. Lass mal schauen, lass mal schauen. Und das war im 2020, glaube ich, ja. Etwa Herbst 2020, als ich bei dir eingestiegen bin. Okay. Ja. Du hast gerade die Luxusuhren und die Sportwagen erwähnt, die hast du bei mir eben nicht gesehen. Genau. Das hat Okay. dir imponiert oder das fandest du sympathisch? Das fand ich sympathisch, weil Schön. wenn es funktioniert, dann kannst du dir die Dinge leisten, so du denn willst. Ja. Habe ich kein Problem damit. Aber die Leute so anzustacheln, indem du das präsentierst, war es jetzt ein Wesenszug, der mich nicht so abholt. Mich auch nicht, genau deswegen, ne, macht jeder sein eigenes. Okay, klasse. Dann bist du hast also nur mal, um zusammenzufassen für die Zuschauer, was ich jetzt für mich rausgenommen habe, du bist immer noch als ITler in einem gut bezahlten Job, so ist es nicht. Du hast schon mehrere Sachen ausprobiert. Daytrading habe ich gehört, Affiliate Marketing habe ich gehört, bis du dann eben auf mich gestoßen bist und im Herbst 2020. Genau. Hattest du schon Ahnung von unserem Geschäftsmodell, von unserer Methode oder Nein. wie ging es dann weiter? Schieß gerne los. Nee, ich habe mir gedacht, wow, das ist ja eine Opportunity, das gefällt mir, das hört sich gut an. Ich musste nicht so aufs Geld schauen, weil mit diesem Job hätte ich den 10K Award schon. Also ist Schweizer Lohn, bitte, gell? In Ja. Relation setzen. Ja. Aber ich habe gedacht, mal, die Franken, die hast du schon blöder ausgegeben. Mensch, gehst du einmal weniger in Urlaub? Ja. Mach was. Und habe mich dann auch reingehängt und war voll motiviert, September in den Dolomiten und habe ich dir das erste Testimonial geschickt, wo ich dir gesagt habe, mit dir würde ich in jede dieser Wände einsteigen. Du erinnerst dich, gell? Ja. Das war echt mein Gefühl, hat sich bis heute, hat mich das ja nicht getäuscht. Danke. Nee, ich war echt super motiviert und bin da auch ans Werk und habe da Testwochen abgeschlossen, auch kleinere Verträge. Nie so die wertvolleren Geschichten. Das ist immer so ein Anfängerlevel ist das geblieben. Ja, das war okay. Ich habe mal da meine Erfahrungen gesammelt mit der wenigen Zeit, die ich da aufwenden konnte daneben. Alles okay. Und dann ist kurz vor Weihnachten ist die Möglichkeit entstanden, im USZ, im Spital, intern zu wechseln. Und dann hat im Januar dann gleich die Weiterbildung angefangen. Und ja, also mit so viel Schule noch und Hausaufgaben, Vorbereitung, es ging einfach nicht mehr. Oder mein Tag hatte nicht mehr genügend Stunden offen oder frei. Ja. Natürlich, im Nachhinein kann man jetzt sagen, vielleicht falsche Prioritäten gesetzt. Ich sag's, ich habe wieder viel gelernt, was mir jetzt hilft. Also mit dem ganzen Aufbau, mit Projektstruktur, Aufbau und PDCA und so, das ist alles eigentlich für mich Repetition und ist Intus. Von Ja. daher hilft mir das schon. Ich habe dann einfach mal das Marketing, Online-Marketing auf zur Seite gestellt und habe gesagt, na, jetzt machst du die Schule fertig bis Ende Sommer und dann hast du wieder Zeit und da geht es voll zur Sache. Ja. Schule beendet, bestanden, wieder angefangen. Und dann hatte ich November 21 hatte ich eine Fußoperation und Achillessehnenoperation. Okay, oh, Ja, das waren so Langzeitschäden vom Klettern. Und die Alles gut wieder Operation, oder alles gut? Alles gut verlaufen?
Nee, leider nicht. Die Operation ist gründlich schiefgelaufen. Oh, tut mir leid. Ja. Ich saß danach 4,5 Monate im Rollstuhl und an Krücken später. Meine Frau hat mich im Schneetreiben mit dem Rollstuhl auf dem Spazierweg gestoßen. Aha. Und ich habe da mit meinem Leben abgeschlossen, weil die Aussichten, die waren nicht so, dass ich jemals wieder klettern oder bergsteigen konnte. Wow, okay, das wusste ich gar nicht so. Ja, das war echt übel und da ging es mir seelisch richtig dreckig. Und Das kann ich mir eigentlich vorstellen. hab ich mir gedacht, weißt du, jetzt gehst du die OP machen, danach hast du 2 Monate, wo du so langsam wieder anfangen kannst auf Arbeit. Und hast du genügend Zeit, den Kurs abzuschließen, dich vorzubereiten, Dinge für deine Firma zu tun und so weiter. Aber mir ging es seelisch so schlecht, dass ich gar nichts gemacht habe. So, kaum gesund geworden, aufs Motorrad gesessen, Unfall gebaut, Hand gebrochen. Kaum war das gut, Bandscheibenvorfall. Das war mein 2022, ganz ehrlich. Wow, okay, nicht einfach, ja, Nee, verstehe. das war echt nicht einfach. Das Schöne war, ich hatte trotzdem viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Ja, und so langsam ist die Erkenntnis in mir gereift auch, dass mein Plan B, sprich am Spital, die Arbeit am Spital, mir immer im Wege steht, meinen Plan A, meinen Wunsch, meine Agentur zu gründen und zu pushen, dass die sich beißen, dass das nicht aufgeht. Und Ja. vielleicht, dass mein Körper mir auch ein bisschen sagen möchte, ey, du hängst dich da irgendwo auf. Mag sein, ja. Möglich. Ja, und dann was September, glaube ich, da habe ich das Experteninterview vom Alex Adam geschaut. Burn your bullets. September letzten Jahres, September 22. Ja, genau. Ja. Und der hat das wiederholt, den Spruch, burn your boats. Bei mir hängen immer noch die brennenden Schiffe, by the way. Ja, schön. Burn your boats. Genau. Und ich habe den Spruch nicht mehr aus dem Kopf gekriegt. Echt nicht, echt nicht. Der ist mir nachgehangen. Und dann habe ich Tage später hatte ich Probleme mit einem Recruiting-Funnel, weil der Alex, der ist in der gleichen Nische eigentlich wie ich, für Reinigungsunternehmen Mitarbeiter gewinnen. Ja, und dann hatten wir so ein Face-to-Face und dann hat er wieder den Spruch gebracht, burn your boats. Und ich hätte ihn am liebsten verflucht, weil ich habe das nur noch in der Endlosschlaufe, habe ich das gehört, oder? Ich ging Ja. abends zu Bett, burn your boats, burn your boats, burn your boats. Yeah. Morgens beim Frühstück schon wieder ging es los. Wow, Ja, das ist und ein Zeichen, ja. ja, das war echt ein Zeichen. Und die Ferien standen bevor. Und ich wusste irgendwie, ich will nicht, ich will aus dem Job aussteigen. Und ich mache jetzt Nägel mit Köpfen. Habe am Abend meinem Chef angerufen, gesagt, mein Lieber, tut mir leid, ich verlasse das Unternehmen. Gebe dir sogar noch einen Monat früher Bescheid, aber ich bin Ende Februar bin ich weg. Und das war der absolute Game Changer. Ja, ich habe echt am nächsten Tag geglaubt, mich trifft der Schlag. Inwiefern? Ich war schon lange, lange an einer Franchise-Kette von Reinigungsunternehmen dran. Und die haben sich da geziert und dann wieder eine Besprechung und dann wieder eine Präsentation und der Preis und dies und das. Und dann habe ich es irgendwann mal ruhen lassen und am Tag nach meiner Kündigung ruft mich einer dieser Franchise-Nehmer an und sagt, ja, Krigi, was ist los? Ich habe schon lange nichts gehört. Wann geht's los? Und das war mein 10K-Entry-Ticket. Ja. Ja. Mit einem Auftrag 10K Entry, ne? Ja, Ja. ja. Ja, und da habe ich gewusst, so jetzt, du hast alles richtig gemacht, jetzt kannst du wirklich in Ruhe loslassen und dich darauf freuen, was jetzt kommt. Ja.
Ja, und seit da geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Ich Was bin kam nicht, noch? ja, die sind vier weitere Agenturen von diesem Franchise-Unternehmen sind mittlerweile bei mir. Mitarbeitergewinnung. Dann bin ich so ganz unbedarft mit meiner Freundin an einem Geburtstag eingeladen gewesen. Da sieht der eine meine Tattoos und sagt, ja, willst du die wirklich, willst du die nicht wegmachen lassen? Sage, nee, wieso? Brauchst du so dringend Kunden? Sagt er, ja, ich brauche immer Kunden. Er sagt, ja, gut, dann lass eine Testwoche machen. Zack. Und die Geschichte kennst du? Die Geschichte kenne ich, 26. aber erzähl es ruhig nochmal für die Zuschauer. Die ist auch so super, die Ja, Geschichte. eine Woche, 26 Leads, davon hat er 11 abgeschlossen. Also die sind zum Beratungsgespräch und haben einen Termin vereinbart für die Tattoo-Entfernung. Tattoo-Entfernung. Und wie viel Umsatz ist in dieser kostenlosen Testwoche für deinen Partner entstanden? Oh mein Gott, 11 mal 2.500, 27,5. 11 mal 2.500, 27.500 €, ja. Wahnsinn, in der kostenlosen Testwoche. Deswegen, oder so hört sich es jetzt an, Kriege, das ist die Frage an dich. Seit du die Entscheidung für dich getroffen hast, burn your boats, ist es bei dir so. Und es kommt durch Gespräche und einfach mit Leuten ins Gespräch zu kommen zu positiven Ergebnissen und Aufträgen und Umsatz. Absolut. Also das für mich war echt das Loslassen, den Plan B beiseite legen und wirklich mich auf das eine Ziel konzentrieren, where focus goes, energy flows, Exakt, ja. hängt hier, hängt dort. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe das alles jeden Tag rein und es ist meine tägliche Motivation auch. Und ich stehe früh morgens so auf, ich stehe um 4:15 stehe ich auf, Wow, schön. ja, treffe mich zur Meditationsgruppe und 17:30 bin ich bei der Arbeit und eigentlich Klasse. jeden Tag seither glücklich und zufrieden. Natürlich unter Strom mit zwei Jobs. Logisch, aber das Ja. ist ja absehbar. Ne? Du hast gemeint, bis Ende Februar jetzt noch. Ja, Mitte Februar habe ich den letzten Arbeitstag, ich habe noch Ferientage. Ach ja, sehr super, genau, ja. Genau, 17. Februar, also 3,5 Wochen, dann ist Schluss. Und dann geht's direkt 2,5 Wochen nach Thailand. Schön, ja. Genau, Geld allein. Abschalten, ein ne? Bisschen auf Reset klicken, ja. Ja, nicht nur Reset, sondern ich hab mir da ganz viel Arbeit schon bereitgelegt. Also ich gehe alleine. Ich habe mir eine wunderschöne Strandvilla, wirklich direkt am Strand. Wo? Welche Insel? Kochang. Koh Chang, das ist auf der rechten Seite Richtung Kambodscha. Eine größere, aber sehr ruhige Insel. Und das bin ich einfach 2,5 Wochen für mich in Klausur und werde da jeden Tag meine Dinge bearbeiten, planen. Was sind die nächsten Tasks? Ich bin noch bei dir in der SaaS-Agentur drin. Ich habe noch keinen einzigen Strich gemacht. Ich habe gleich vier, fünf Videos geschaut. Ja. Und das tut mir so weh, weil ich könnte es gebrauchen jetzt. Es kommt alles, Krigi, wann die Zeit reif ist. Und ne, man muss sich auch die Zeit geben. Und ich finde es ganz gut und spannend bei dir, dass du, also die Geschichte kannte ich so nicht. Die fand ich aber, oder finde ich ganz, ganz spannend, dass du sagst, die hat dein Körper auch irgendwie Zeichen vielleicht gegeben und seitdem, dass du jetzt diesen Entschluss und diese Entscheidung getroffen hast, dass es so Positives ins Leben kommt und dass du sagst, hey, ja, das funktioniert alles und dass du ja einfach dran glaubst, ist ganz, ganz schön zu sehen und dass es einfach da diesen Weg gibt. Deswegen die Frage, die ich eigentlich als nächstes stellen wollte, was hat sich seitdem du ins Coaching kamst, für dich verändert? Das haben wir jetzt eigentlich schon gehört. Dass du sagst, ja, du hast hier eine komplett neue Perspektive bekommen, du hast gesehen, es funktioniert. Ich meine, du hast genau umgesetzt, was ich auch immer predige, spezialisiert euch auf eine Nische und bestenfalls auch irgendwie auf einen Franchise, ne, wo man dann bestenfalls auch rumgereicht wird und mehr Aufträge gleich gewinnt. Okay, klasse. Deswegen,
die nächste Frage wäre so gewesen, wenn du dann in Thailand in Koh Chang sitzt und reflektierst und dir ausmalst, was 2023, 2024 und die nächsten Jahre kommen soll, kommen mag, was hast du so für Ziele? Was hast du so vor mit diesem Geschäftsmodell, mit dem du ja regional frei bist und zeitlich frei bist, ne? Du kannst ja einfach, ne, überall arbeiten. Ja? Genau, also der Alex, der macht es wieder mal vor. Der ist jetzt auf Weltreise und Ich glaube, arbeitet. Kapstadt ist er gerade, ne? Weiß nicht, ich glaube es ja. Ja. Und arbeitet von dort, ist völlig wurscht eigentlich. Der kann einfach das Leben genießen und daneben seine Aufträge abspulen. Das ist Freiheit, wirklich, das ist Freiheit. Das sage ich auch. Und das gehört natürlich auch zu meinen Zielen. Also, wir sind schon, oder ich bin öfters noch als Sie pro Jahr im Südtirol. Eigentlich soll das unser zweiter Wohnsitz werden. Schön. Schweiz, Südtirol im Wechsel und irgendeine kleine Ferienwohnung mieten dort und klettern und genießen und Familien besuchen noch, solange die leben. Also die sind Ja. auch alle schon ein bisschen älter. Und ja, für mich ist das der Mittelpunkt der Erde eigentlich, die Dolomiten. Von daher Schön. Ich bin kenne ich sie da. sehr gut. Ich war letztes Jahr auch in den Dolomiten, ja. Ist herrlich. Schön. Ja, also das ist sicher mein Ziel. Vielleicht noch nicht im 24, weiß ich nicht. 25 dann aber schon. Dann wäre das Ziel, dass meine Partnerin aufhört zu arbeiten am Flughafen, dass sie bei mir im Business Zürich? in In Zürich? Zürich, ja, sondern dass sie bei mir mitarbeitet, Ja. dass wir wirklich zusammen auch dann hin und her switchen können. Wir machen auch gerne weite Reisen, von daher auch das soll Platz haben. Schön. Wenn du mich so ganz konkret und gehen wir mal auf die Zahlen fragst, Ja. September werde ich 50. Ich fliege ab Mitte März bin ich zurück vom Urlaub, von diesem Monat Auszeit. Und ich habe mir gesagt, eigentlich bis Juni möchte ich den 50K holen. Ja. Wenn es nicht klappt, dann muss es als Geburtstagsgeschenk auf dem Tisch stehen, sonst ist was falsch Für gelaufen. alle, die zuschauen und nicht wissen, was der 50K-Club ist, das ist die Trophäe, ein Glas Award, den man bekommt, wenn man mir nachweisen kann, mit Screenshots von Verträgen, die unterschrieben sind und auch Screenshots von Banküberweisungen, die eingingen, dass man über 50.000 Schweizer Franken oder Euro, ich mache da keinen Unterschied, in einem Monat, in 4 Wochen generiert hat. Und Krigi hat eben schon den kleinen Bruder davon geschafft mit 25K in einem Monat. Und das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Ziel zu verdoppeln. Ja, und wenn man den Code geknackt hat und wenn man weiß, wie man mit den Menschen in dieser Nische sprechen muss und was man genau machen muss, damit die Ergebnisse kommen, dann ist es nur, ja, eine Frage der Zeit, bis man eben auch diesen Code geknackt hat, um einfach ein Level höher zu gehen. Und das ist alles realistisch. Und wenn das schon kriege, da gibt es ein Sprichwort, das heißt, ich weiß nicht, welcher Mentor mir das mal erzählt hat, aber das heißt, if you have the courage to speak it out loud, dein Ziel, it will finally happen. Das heißt auf Deutsch übersetzt, wenn du den Mut hast, dein Ziel frei rauszusprechen, dann wird es schlussendlich auch in die Realität kommen. Und deswegen hast du heute einen sehr, sehr guten ersten Schritt dafür gemacht, dass du sagst, hey, ich bereite mich darauf vor, ich weiß, was kommen wird und das ist mein Ziel. Deswegen, ne, ich drücke dir die Daumen, beziehungsweise ich helfe dir nur, wo ich kann, dieses Ziel zu erreichen. Und für viele da draußen ist es auch unverständlich, die sagen, hey, wieso gibt jemand sein Geschäftsmodell weiter und behält es nicht für sich und verrät es anderen, wie man so viel Geld verdienen kann. Das ist das beste Beispiel hier, was der Kriege gerade erzählt. Er macht es. Für Reinigungsfirmen Mitarbeiter zu rekrutieren, zu helfen und verdient damit sehr, sehr gutes Geld, weil es eben eine sehr, sehr wertvolle, ja, Mehrwert in die Gesellschaft ist, ne? Du bringst einen großen Mehrwert in die Gesellschaft. Und Achtung, ich hatte davon
überhaupt keine Ahnung, wie man für Reinigungsfirmen Mitarbeiter generiert, aber wenn man sich dann spezialisiert und wenn man das Coaching so anwendet, wie es eben gesagt wird, dann kommt man da drauf. Und Achtung, der Kriege ist nicht mal alleine, sondern der macht das mit dem, oder der Alex Adam ist auch in der Nische. Das heißt, es ist genug Holz für alle da. Deswegen nur, wenn du jetzt gerade das Video anschaust und sagst, ich habe nie verstanden, warum Philipp dieses Geschäftsmodell weitergibt. Es gibt tausende von Nischen. Es gibt Millionen von Firmen. Die einen Firmen suchen Mitarbeiter, die anderen suchen neue Kunden und wir können ihnen allen helfen. Deswegen es ist genug Arbeit für alle da. Klasse, Krigi. Die letzte Frage von mir ist, was würdest du jemandem sagen, der in einer ähnlichen Lage wie du warst oder ist, beziehungsweise der sich gerade fragt, ob er ins Coaching kommen soll? Ich sage mal so, ich hab so deine Werbevideos, wo du ein bisschen erklärst, was du tust, habe ich mir angeschaut und fand das Modell fand ich klasse. Ich wusste damals aber überhaupt nicht, wie ich da zum Ziel kommen könnte. Meine, eine Facebook-Ad schalten, okay, das hätte ich als ITler dann auch noch hingebracht. Aber die ganze Automatisierung im Hintergrund, ich glaube, was mir aber am meisten geholfen hat, auch war der ganze Mindset-Teil. Weil in den 2 Jahren, auch als ich total am Boden war, habe ich nichts mehr an meinem Mindset geändert, respektive der Plan, der blieb immer im Kopf. Das war immer präsent. Und das hat mich auch ein bisschen über Wasser gehalten. Also von daher, ich fand das eine wertvolle Stütze. Dann, wie gesagt, die ganzen Tools und Erklärungen, die du an die Hand kriegst. Es ist eigentlich kein Hexenwerk. Trotzdem, du musst es mal gehört haben, gesehen haben, ausprobiert haben. Ich lerne vor allem durch mich durchklicken. Ja. Und das kann jeder lernen, aber du findest es nicht einfach so alleine raus. Und du hast das alles wunderbar schön aufbereitet im Kurs, Step by Step. Und wenn man dem folgt, dann ist es echt einfach, ich sage heute einfach möglich, sich eine Agentur aufzubauen. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du all diese Werkzeuge kriegst, und die Unterstützung auch noch in der Gruppe nicht zu vergessen. Ich find das ja klasse, besonders am Anfang ziehst du so viel Nutzen aus dieser Facebook-Gruppe, weil du schreibst einfach deine Frage rein. Vielleicht hast du noch nicht mal das Video geschaut, das Video hat es erklärt, aber trotzdem schreibst du es rein und du kriegst in der kürzester Zeit kriegst du Unterstützung und auch diejenigen, die schon länger dabei sind. Ich meine, ich habe heute auch wieder reingeschaut in die Messenger-Gruppe und habe gerade eine Frage gesehen, die ich einfach so beim Vorbeigehen beantworten kann. Und gut ist, oder? Das ist, du hast wirklich immer die alten Hasen mit an Bord und die kommen nicht mehr so oft, die kommen auch nicht mehr so oft in die Gruppencalls, was für mich schade ist, aber ich verstehe natürlich den Hintergrund. Also echt, wenn du es mit dieser Unterstützung, mit diesen Tools in dieser Gruppe nicht schaffst, dann weiß ich nicht, dann ist dir nicht zu helfen, dann fehlt es dir an Motivation. Du hast entweder kein Pain und schon gar kein Desire. Von daher bist du dann vielleicht einfach falsch im Kurs. Und dann solltest du dir jetzt nochmal überlegen. Für mich die absolut beste Entscheidung, die ich getroffen habe, in den Kurs zu kommen. Noch besser war die Entscheidung im Oktober, meinen Hamsterradjob zu kündigen, weil jetzt bin ich auf dem Weg echt zur finanziellen und räumlichen Freiheit. Das ist ein aufregendes Gefühl, total aufregend und vielleicht auch, weil ich mir so lange Zeit gelassen habe und viel ausprobieren durfte, bin ich mir jetzt sowas von 100% sicher, dass es geht. Ja, es läuft, es läuft. Das Einzige, was fehlt, ist die Zeit.
Die kriegst du jetzt mehr, wenn du dann nur noch. Ich krieg jetzt 50 Stunden die Woche geschenkt. Mehr, Ja, meine Güte. Stell dir mal vor, wenn ich 50 Stunden pro Woche einsetze für meine Agentur, wo ich in 3 Monaten stehe, wo ich in 6 Monaten stehe. Exakt. Exakt. Und diesen Mindset-Shift, den muss man dann erstmal auch schaffen, mental. Aber das ist eben, danke auch für das Feedback, Krigi, was alles im Coaching dir geholfen hat. Ich habe rausgehört, Mindset, ne, die Technik im Hintergrund. Ja, es ist einfach diese Reihenfolge, die man einfach einzuhalten hat und zum Ergebnis kommt. Es ist die Facebook-Gruppe und Community, die einem hilft. Und alles hast du genutzt und hast es so genutzt, dass du jetzt so positiv in dieses Jahr und auch in die kommenden Jahre gucken kannst. Ich mache das jetzt schon im 6. Geschäftsjahr. Ich mag es auch fast gar nicht glauben. Es funktioniert jedes Jahr besser. Deswegen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, dass du jetzt so wie die Rakete durchstartest und das auch für dich gefunden hast. Ich hoffe, du inspirierst damit den einen oder anderen da draußen, der vielleicht noch zweifelt und skeptisch ist, was ganz normal am Anfang ist. Ich glaube, das hat jeder mal ein bisschen, wenn irgendwas Neues kommt. Aber wir haben von dir gehört, ich will jetzt noch mal ein Fazit ziehen. Du hast verschiedenste Dinge schon ausprobiert und hast aber nicht damit wie sagt man, den Durchbruch geschafft und bist aber immer dran geblieben und hast immer dein Ziel vor Augen gehabt und dann hast du dieses Geschäftsmodell gefunden und hast jetzt sogar den Mut gefasst, die Entscheidung zu treffen, okay, ich verlasse meinen sehr, sehr gut bezahlten Angestellten Job in der Klinik. Ich meine, wir haben ja gehört, dass du hier sechsstellig im Jahr verdienst. Das ist ne, in der Schweiz und wenn man ein bisschen Skills hat und gute Arbeit macht, ist das möglich, klar. Und hast aber da überhaupt keine Bedenken mehr, dass du das mit deinem eigenen Business mit 50 Stunden die Woche mehr noch ne, übertreffen kannst. Und das Ziel steht schon fest, sind 50.000 in einem Monat mal zu machen. Und bei dir, Krigi, bin ich mir 100% sicher, dass du es schaffen wirst. Dafür sorgen wir, das weißt du, dass ich auf dich baue und dass ich da an dich glaube. Ich sage vielen Dank für dieses Interview, für deine Zeit. Und wenn jemand das Video sieht, ich meine, sieht einen Krigi seinen Namen, Christian Müller, wenn sich jemand bei dir meldet, würdest du jemanden auch vielleicht mal in 5 bis 10 Minuten Telefonat Fragen beantworten, Krigi? Selbstverständlich, ich mache auch heute um 5 mache ich noch eine kurze Zoom-Session mit jemandem aus der Gruppe, der jetzt gerade eine Dame, die ganz am Anfang steht, die Ninalaya. Ja, genau, die kommt ja Danke. auch aus Zürich und die hat mich da angefragt. Und ja, natürlich mache ich Schaut gerne. mal, was für ein fantastischer Mensch der Krigi ist. Der ist schon weiter und erfahrener und hilft trotzdem noch den neuen Einsteigern. Und das ist unsere Community. Man wird einfach hier empfangen, aufgenommen und jeder steht mal am Anfang. Und deswegen kriege ich vielen, vielen Dank, dass du da auch noch am Start bist und noch hilfst. Klasse. Aha, super. Ich habe keine Fragen mehr, deswegen, wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Christian Müller. Steht links unten in der Ecke. Für mich ist es der Krigi. Und hoffentlich, Krigi, sehen wir uns auch mal irgendwann, irgendwo. Und wenn es Südtirol ist oder in der Schweiz, in der Zürich ist, mich würde es auf jeden Fall unglaublich freuen, weil du ein toller Mensch bist. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank nochmal. Das war das Experteninterview hier im Januar 2023. In diesem Vielen Sinne. Dank, Philipp. Dankeschön. Ja.